Du fragst dich, wofür braucht man einen Teilchenbeschleuniger? Das ist doch total abgehoben. Das klingt vielleicht erstmal so, aber in Wirklichkeit sind sie überall im Einsatz. In der Industrie, in Krankenhäusern. Krankenhäuser? Ja, damit kann man super gut bestimmte Krebsarten heilen. Winzige Kohlenstoffionen werden auf ca. 70% der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt, kommen dann hier raus, werden in den Tumor geschossen und dort zerstören sie die Krebszellen. Hier bei GSI und FAIR wurden über 400 PatientInnen erfolgreich behandelt. Und während wir weiter forschen, ist die Therapie unter anderem in Heidelberg im klinischen Routinebetrieb.